Willkommen zurück zu Kawaii Death Des. Ja, ich habe schon wieder mal offline gespielt und habe Abigail jetzt auf Level 9 und auch 28.000 und eine Seele, ganz, ganz wichtig. Und ja, ich kann euch auch zeigen, ich habe die meisten Achievements für sie bereits freigeschaltet. Also 43 von 48 haben wir und genau, da habe ich dann diese Achievements für sie bekommen, während ich mit ihr trainiert habe. Es hat ewig lang gedauert, muss ich sagen, und mir fehlt nur noch eine. Deswegen werden wir mit ihr noch mal ein bisschen weiter herumgeistern. Vielleicht kann ich die ja hier live freischalten. Also ich kann inzwischen ganz gut mit ihr umgehen, aber mein Favorite-Charakter ist sie trotzdem nicht. Aber auch hier, sie hat eine sehr coole Sonderattacke. Na komm, wann kommt die Zeitlupe, ne? So, jetzt. Dann gibt es nämlich Zeitlupe und ein Schild, dass ich unverwundbar bin, zumindest für den ersten Hit. Und dann füllt sich auch noch mein Herzchen auf oder meine Herzleiste auf. Das ist schon sehr, sehr praktisch. Eieieiei. So, jetzt. Jetzt werden die Menschenmassen aber immer turbulenter. Ah, die Zeitlupe ist schon wirklich cool. Und das ist der große Vorteil bei Abigail. Ähnlich wie bei Eliza. Es macht wirklich viel aus, wenn man... Ah, das war knapp. Wenn man die Spezialattacke auslöst. So, ich hatte kurz einen Hänger, den ich mich konzentrieren musste. Ah, da ist noch einer. Ah, fast hätte der mich noch gekriegt. Okay, 1186 Seelen, das ist doch schön. Ich glaube, auch auf dieser Stage funktioniert Abigail mit am besten. So, das, was ich so ausprobiert habe. Und auf Level 9 hat sie einfach super schnell... Ui. Die blaue Leiste voll. Ah, im richtigen Moment sind meine Pet Pearls zugange. Ich kann die auch nicht steuern, also ich... Ich weiß nicht, wodurch das manchmal ausgelöst wird. Wer was wann wie macht. Uiuiui. Aber sie helfen mir ungemein. Sehr schön. 1282 Seelen. Und wir haben über 30.000 Seelen. So schnell geht das. Denn ich arbeite ja nicht nur an den Trophies, sondern es sind auch noch einige unlockable Charaktere da. Ui, jetzt, ui. Ich muss jetzt meine Haustiere nochmal zur Hilfe rufen.
Oi, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war jetzt über den Haufen gerannt. Aber es macht nichts. Wir bleiben tapfer. Okay, hier seht ihr schon, hier habe ich kaum eine Chance. Also je nach Charakter kann man wirklich nur bestimmte Stages spielen. Und hier fühle ich mich mit Abigail wirklich am wohlsten. Es funktioniert nämlich eigentlich immer gut. Ich denke, als Zuschauer sieht man ganz gut, was die Haustierfreunde bei der Sonderattacke so Gutes tun. Wenn man jetzt hier mitten im Spiel ist, ist es manchmal schwierig, direkt zu sagen, weil ich mich unfassbar konzentrieren muss. Perfekt! Das hat gut funktioniert. So, zwischendurch checke ich dann nochmal, wie nah wir am Abschluss des Achievements sind. Oh, 92%. Okay, das kann nicht mehr so weit sein. Genau, das erste Level habe ich jetzt nicht genommen, weil es meistens nicht so viel Output an gekillten Seelen gibt. Zumal ich damit Abigail irgendwie mal abmuse. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie ist das nicht so ganz der Rhythmus von Abigail. Dabei ist das hier nicht nur ein Rhythmusspiel. Das klappt doch schon super. Zwischendurch so ein bisschen die Finger entspannen. Das ist perfekt. Oi. Aber die Zeitlupe ist manchmal auch ein bisschen verbuggt. Ich weiß nicht warum. Dass ich dann auf einmal die Gegner nicht mehr treffe. So, ich will ja noch das Achievement freischalten. Und danach können wir den neuen Charakter... Ui, da kam aber jemand richtig flott.
Perfekt. 976 Seelen können sich sehen lassen. Und auf den Skin, der ja gerade gezeigt wurde, bin ich auch noch total gespannt. Aber da kommen wir ganz, ganz später erst zu, wenn ich zu viele Seelen übrig habe. Oh, jetzt haben wir mich doch gekriegt. Okay. 1, 2, 3, 4. Das ist auch sehr kreativ. Was ein Zufall. So, versuchen wir mal. Oh, da hat aber gerade einer laut in der Menge geschrien. Kann nicht mehr so lange dauern, bis wir das Achievement kriegen. Versuchen wir es mal auf die Art. Yes. Okay, das läuft gerade ganz gut. Wow. Vor allem hatte ich so krasse Kombo-Faktoren gerade. Herrgott. Ah, jetzt überrennen mich. Uiuiui. Oh, genau jetzt ist das Achievement eingeblendet worden. Was für ein Glück. Dann haben wir es wohl geschafft, oder? Kann das sein? Yes! Okay, mit Abigail haben wir auch alles abgearbeitet. Und ich will aber jetzt noch mal einfach ein paar Seelen sammeln, um den nächsten Charakter, den wir freischalten, so gut es geht aufleveln zu können, weil alleine das Freischalten kostet extrem viel. Uiuiui. Da haben sie ja schon drei Balken zum Teil. Ui. Oh nein, der auf dem Skateboard. Oh no. Ich muss zugeben, ich glaube, ich mag Mary
fast am liebsten. Zumindest bemerke ich, wie ich immer wieder auf sie zurückkomme. Sie ist agil, sie ist flott, macht die Gegner recht schnell kaputt. Also sie gefällt mir ganz gut und mit ihr kann ich immer sehr viele Seelen generieren. Jetzt muss ich aufpassen. Versuchen wir doch direkt nochmal das nächste Level aus Brasilien. Die haben wir noch nicht so oft gespielt. Die Stage sieht auch ein bisschen skurril aus. Dass wir ein bisschen wie in so einem Waschsalon und Herzchen und der Love Train und überall sind Leute, die mich anfeuern und die Palme in der Mitte. Das ist eine komische Komposition. Ich stehe gerade so gut. Okay, das ging doch jetzt flott, aber mit Mary bin ich sowieso immer sehr, sehr flott unterwegs. Ich glaube, das sind genug Seelen. Für 22.400 Seelen können wir den nächsten Charakter freischalten. Ich bin gespannt, wer sich dahinter verbirgt und welches Wesen. Und dann hoffe ich, dass wir die Person auch schnell aufleveln können. Gummy, eine weitere Dame in unserer Reihe. Die sieht sehr cute aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich könnte jetzt nicht erraten, was sie ist für ein Wesen. Aber vielleicht finden wir das auch einfach im nächsten Part raus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.